Also, einen schönen guten Tag. Ich bin das kleine süße Kätzchen vom Bahnhof. Ich wollte euch so gern meine Geschichte erzählen. Miau. Bin ich nicht süß? Ich weiß, das kommt vom vielen Fischessen. Also, meine Geschichte ist die folgende. Also nicht wundern, ich habe mich vor kurzem gestoßen, deswegen ist mein Auge immer so komisch zu. Also, ich war eins von 5 Kätzchen. Meine Mama war genauso hübsch wie ich, auch mit grauem Fell. Und mein Papa, keine Ahnung. Jedes meiner Geschwister sah irgendwie anders aus. Ich bin das einzige mit silbergrauer Mähne. Ach ja, die Zeiten waren so schön, als es noch gratis Milch gab. Doch irgendwann hatte die Bar geschlossen. Ich weiß gar nicht warum. Diese Erfindung, dass man nicht mehr Milch von Mama kriegt, das ist nicht in Ordnung. Ja, auf jeden Fall wohne ich jetzt hier. Ihr seht ja im Hintergrund das große A, das steht für Arbeitsamt. Und ich bin die Arbeitsamtkatze. Und naja, ich gehe da manchmal vorbei und krieg da ganz leckeres Essen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, weil sowas komisches, aber naja, ist besser als gar nichts, nicht wahr? In der heutigen Zeit zu Corona und mit dem ganzen Scheiß hier im Moment kann man ja nur froh sein, wenn man überhaupt was zu essen kriegt. Ja, und nun? Ich langweile mich, deswegen bin ich jetzt bei YouTube. Naja, ich habe mir gedacht, ich will ja die Welt über das Internet erobern, dass es so ein bisschen leichter geht, wisst ihr? Vielleicht. Ich bin halt der echte Katze, ich muss mal wieder schlafen gehen. Ist so anstrengend. was wollte ich sagen? Naja, es wird mal wieder Zeit, dass mir jemand das Fell bürstet. Aber wisst ihr, als Straßenkatze, da kriegt man diesen Genuss nicht so oft. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich habe mir zwar vom Weihnachtsmann gewünscht, dass er mir ein großes Fellknäuel bringt und eine neue Katzenbürste. Und außerdem, naja, ich hätte gern wieder Mamas Milchbar oder zumindest einen eigenen Milchbrunnen. Also was eine Katze sich so wünschen kann. Ich bin ja nun noch nicht so alt, also als angestellte Arbeitsamtskatze weiß man ja auch manchmal nicht, was man knabbern soll. Ach, zum Glück ist das Wetter heute schön. Ich meine, bei dieser schönen Sonne macht es auch doppelt Spaß, YouTube-Videos zu drehen. Ich weiß sonst nämlich nicht, wie ich das mit nassem Fell vereinbaren soll. Ich bin ja viel zu flauschig dafür. Viel zu flauschig. Ich sing jetzt noch ein Lied für euch, denn das kann ich wirklich gut. Miau. Aua, ich habe gerade einen Stein an den Hinterkopf gekriegt. Da hat irgendwer was gesagt von verfluchter Katze, hör auf zu brüllen. Verstehe jetzt gar nicht, was er damit meint. Naja, okay. Wo war ich stehen geblieben? Vielleicht mache ich oder eine von meinen Schwestern mal wieder GTA. Kennt ihr diesen komischen, verrückten Hund, der GTA macht, der da so alles kaputt macht? Wir können das auch. Wir müssen nur gucken, wie wir das Video reinschneiden, uns als Facecam da rein und so. Naja, als Katze ist das gar nicht so einfach, bei YouTube mit dem ganzen Kram da durchzusehen. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich so gesprächig bin. Aber ich höre gerade,
Da braucht jemand meine Hilfe als Arbeit am Katze. Muss man halt manchmal Leid und Kummer verarbeiten. Und da war ein Baby weint, muss ich da jetzt mal kurz hin. Na gut. Ciao mit V. Bye.